Yo siempre he dicho que un músico, sobre todo de jazz, se lo ve en el escenario más que en el estudio. Y hoy es un concierto en vivo. Hoy vamos a grabar y todos los temas, todos los tonos tocados entran en la grabación. Así que por eso es tan especial. Va a ser un concierto en vivo. Das Besondere an den Studiokonzerten ist, dass nicht nur live gespielt wird mit Publikum im Haus, was für uns als Tonstudio eher selten ist, sondern dass zusätzlich auch noch live gemischt wird. Das heißt, während dem Konzert mischt der Tonmeister live die Produktion auf Stereo-Analogband runter. Music is for me is always a mystery. You know, you never know what's the next thing going to be, and then you find something that's a mystery, and then you solve it. And this is the process called learning. Antonio, this is all his music. He gave me 3 tunes, I think, for me to arrange. It was a challenge because he's a guitarist, and the way guitarists play is not the way a conventional keyboard player plays. It's a different feel. I tried to cover his conceptions from a point of view of a guitar player, not a keyboardist. See? And that's the trick. Es ist immer sehr, sehr spannend, wenn man direkt aufnimmt, ohne Netz und ohne doppelten Boden. Das ist immer so eine Situation, die man von live zwar schon kennt, aber es wird ja nie vervielfältigt, also nie dauerhaft hörbar gemacht. Bueno, el hecho de grabar un disco en vivo es siempre interesante porque hace que digamos tenga la hermosa tensión del momento de estar con la gente compartiendo el riesgo de dejar documentado un hecho artístico. Heute Abend ist besonders spannend, dass wir zum ersten Mal eigentlich Latin Jazz haben. Und ganz besonders freue ich mich auch, dass der Joe Gallardo dabei ist. Also die beiden Bläser, der Andy und der Joe, klingen in meinen Ohren sehr, sehr homogen. Und das Ganze, die fünf miteinander sind ja sehr eingespielt, spielen ja viele Konzerte miteinander und das kommt hier schon auch sehr gut zur Geltung. Ich finde, sie klingt nicht wie so eine landläufige lateinamerikanische Band, sondern ja, das hat so was Internationales, so eine ziemliche lustige Mischung. Und ich glaube, das macht die Sache sehr, sehr besonders. Tengo la impresión de que en este grupo, pese a que yo soy el band leader, no hay una persona que está encima de los demás, sino que todos ponen una parte equitativa para hacer que el grupo crezca, ya sea antes de los conciertos, después de los conciertos y con las ideas, sobre todo, que cada uno trae al programa y los arreglos. Estamos todos locos. Es final de Ferrico.